So, da wieder. Oh, was ist das denn hier alles? Oh, oh, Patch. Sehr schön. Also zum einen bewegen sich die Zwerge wieder. Das ist sehr gut. Wäre echt garstig gewesen, wenn nicht. Und wir haben hier neue Einstellungen. Erlaubt den Zwergen, das Shelter zu verlassen. Zwerge dürfen das Shelter nicht verlassen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und definitiv bei Dwarf Fortress auch gut. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil, je mehr Dwarf Fortress in diesem Spiel, desto besser. Also, ihr sammelt alles schön ein. Doppelte Geschwindigkeit, mäht mal hier alles weg. So, ne? Alles schön wieder auf Einheitshöhe bringen. Deine Schilde hinzufügen. Schild hinzufügen? Schildtext. Komische Statue. Was? Was zu... Ah, ich kann Sprungpunkte festlegen. Schild hinzufügen. Da. Home. Das ist ein bisschen ungünstig, hier so halb im Bildschirm reingesetzt, aber ich kann jetzt hier halt immer zu den verschiedenen Sprungpunkten springen. Kann ich hier wieder löschen? Entfernen. Das ist schick. Schick, 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 schick. Also schön, dass das Spiel so weiterentwickelt wird. Es wäre schade, wenn es irgendwie einpennt, wie bei diversen anderen Projekten. So, das ist alles weg. Da kam mir gerade Terraria in den Sinn. Also ja, inzwischen ist da wieder was gekommen. Aber da waren anderthalb Jahre gar nichts. Das ist so als Spieler nicht wirklich toll. Wenn die Leute sagen, wir machen ganz viel Content, wir machen ganz viel Content. Da kommen zwei Patches und das war's. So, das weg, 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 weg. 10 Minuten bis zur nächsten Welle. Nach einem Patch. Das könnte auch interessant werden. Das letzte Mal, als wir eine Welle hatten nach einem Patch, haben die Yetis angefangen, über unsere Mauern rüber zu springen. Die Skelette haben den Boden weggeschlagen und Löcher gegraben. Und die waren allgemein viel stärker. Das war der letzte Patch. Haben wir im Techbaum was Neues? Ganz schön weit, wenn man sich so anguckt. Wir sind bald durch. Ein... Luxusbett hat man schon aufgestellt. Stopp, 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 stopp. Da ist ein Luxusbett. Da ist ein Tisch mit Tuch. Da ist ein Unterschied. So, Tisch mit Tuch. Da passen dann ganz viele Klumpen Fett drauf, oder wie? Haben wir das schon hergestellt gehabt? Warte mal. Entferne mal den Tisch und guck, was mit dem Fett und dem Fisch passiert. Es sollte auch eine Möglichkeit geben, die noch unsichtbar zu machen. Also ganz unsichtbar. Jetzt ist ja so ein, ne, Transparenzeffekt da. Ganz unsichtbar wäre auch noch ganz praktisch. Also einfach nur zum Hinspringen. Die will man gar nicht sehen, man will die nur missbrauchen. Als Sprungpunkt. So, Tische sind weg. Tisch wieder hin. Baue einen Tisch mit Tuch. Lager. Wir hätten gern Bier. Gucken wir, wie hier raufpasst. Oh. Bier ist weg. Okay, so passt nicht viel rauf. Geh, geh. Fett, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, geh weg da, du trinkst das. Ah, genau so. Bitteschön. Elende, garstige. Trinkt was und geht weg. So. Wirklich viel mehr passt auch nicht rauf. Hm? Na gut, Fett und gebratener Fisch und Brot und. Steht alle im Weg. Ah ne, so geht das. Okay. Nein, 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 nein. Verklickt man sich einmal, doofen Zwerge. So. Da bitte wieder hin. Und F1. Ihr müsst was zu tun haben. Ich merke das schon. Portal. Ausrüstung. Ihr habt alle noch Schwert in der Hand. Es kommt aber gleich eine Welle. Nee, 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 nee. Ich hätte mir überlegt, komm, mischen wir kurz die Goblins auf, aber so nicht. Erstmal schicken wir jeden, der jetzt nicht 2,5 Herzen hat, schlafen.
Also okay. Die Zwerge hier unten. Ihr könnt hier ein bisschen arbeiten. Für unser Schienensystem. Ja, Kampfbefehle wecken die auf, ne? Nein, gut. Pilzentfernung. So. Nee, nicht töten. Nicht. Nein. Na, er ist ausgeschlafen, okay. Doppelte Geschwindigkeit. Ich wollte eigentlich nur die Seide da haben. Weil Spinnenseide ist ja doch ein wenig selten. Jedenfalls für uns. Und hier unten war irgendwo ein Ofen. Der muss weg. Wurde jetzt schon mehrmals erwähnt in den Kommentaren. Hier steht irgendwo ein Ofen rum. Und wenn unsere Zwerge was herstellen wollen, dann laufen die ganz hier runter, um das zu machen. Weil die Öfen oben halt voll sind. Das ist ja schön und gut von den Zwergen, dass sie so nett sind und alle Öfen auslasten wollen. Und die Pflanzen bewegen sich. Das ist neu. Es gibt jetzt also Pflanzen und Pflanzen. Also Efeu, der nichts macht und Efeu, der dich fressen will. Und wo ist der Ofen? Aha, da. Portal. Da, da. Entferne Bett. Entferne Bett. Entferne Ofen. So, und dann hier, hier, hier zumachen. Mhm. Du, Edelzwerg, Kontrolle übernehmen. Stups. Nein, Stups. Hey, der Stupsen geht jetzt. Also die gehen weg, wenn man sie anstupst. Stups, Stups. Okay, er ist ein Arschloch. Stopps! Machst du irgendwas? Nee, ich dachte schon, es wären jetzt aggressive Wesenheiten, die da... Du wirst angegriffen. Hm. Also Welle kommt gleich, ja, ich weiß, aber ich will kurz testen. Also du hast jetzt... Nein, 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 nicht kaputt machen. Du wirst... Wow! Habt ihr das gesehen? Der hing an einer Hand an der Wand und ist jetzt runtergefallen. Was macht ihr da unten? Bitteschön. Geh da raus. Zwerg. Ich hab euch gerade alle heilen lassen. Ihr, geht weg. So, 2 Minuten noch. Er starrt die Goblins an. Goblins schießen auf blaue Wuschelpanzerdinge, die nicht bewegen, sondern gleiten. Ah, jetzt geht er wieder. Also ein, zwei kleine Bugs sind doch noch da. Das weg, das weg. Hatten wir hier nicht Fallen hingesetzt, damit kein Schnee fällt? Warum können denn da Bäume wachsen? Okay. Aber jetzt war es so erstmal aufträgen. 1 Minute 40. Du, geschlafen. Geschlafen. So, alle einigermaßen ausgeruht. Wir können schon mal die Ausrüstung wechseln und wir sollten eventuell mal einen 10. Langbogen herstellen. Und gucken, ob es vielleicht schon was Besseres als einen Langbogen gibt. Wobei, ich glaube, das war schon ziemlich schick, das Ding. So, 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 so. So, Tickbaum. Da ist der Langbogen. Zip, 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 nö. Silberspitzhacke. Kein Silber. Okay. Schnarch, 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 schnarch. 1 Minute noch. Geh, du. Kontrolle übernehmen. Geh in das Portal. Dann gehe ich das feindliche Lager und laufe nach Hause. So. Ok, ok. Haha. So, weg damit. Weg damit. Nutze die Zeit mal, um hier ein bisschen was wegzumachen. So, gleich sind sie da. Mach zu. Befreien, stopp. F1. Wo ist das Portal? Da ist das Portal.
So, Jungs. Töten. Töten, 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 töten. Es ist kein Portal mehr hinten auf, also gibt es keine Fraktion, die jetzt von hinten wieder Guerilla-Taktiken fliegen will. Und warum lauft ihr alle in Nahkampf? Genau. Ich benutze hier gerade Feuerpfeile. Yep. Yep, benutzt die. Okay. Ich wollte es ja nur wissen, dass unser ganzes teures Zeug verkauft ist. Schon okay. Ja, teuer ist relativ. Haben wir jetzt noch? 77. Warten wir mal ein paar Salben ab und gucken dann. Ja. 10 Zwerge, die schießen. Als 21, 22, 3, also 3, 4 Sekunden. 10 Stück. Brauchen wir sehr viele Hühnchen. Da schummelt sich schon wieder jemand hoch. Er ist tot. Er hat sich selbst erschlagen und seine Leiche auf die Mauer katapultiert. Sowas passiert normalerweise echt nur, wenn du vor Ort bist. So, mach tot, mach tot. Die Zäune funktionieren super. Die sind richtig schön langsam geworden. Ja. Busch. So, es sind schon mal mehr Yetis als letztes Mal. Es sind ein, zwei große. Aber keine garstigen neuen Überraschungen. Was ist los? Die bringen sich alle gegenseitig um. Und hüpfen dabei, als wenn sie total happy wären. Buff tot. Buff, buff tot. Ja, ihr seid super Yetis. What? Erfahrungspunkte gibt es auch noch. 40 pro Skelett, da hat sich auch nichts geändert. Jetzt bitte kein Schnee hier wieder überverteilen. Ich will nicht, dass die Skelette die Wände einschlagen. Hey, es hat einer lebendig hochgeschafft. Jetzt spring mal nach da oben und fix unseren Turm. Nee, du bringst dich lieber um. Okay. Doppelgeschwindigkeit. Piu, 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 piu. Komm, durchgehend, Gegner. Wahrscheinlich jetzt bis zum Morgengrauen. Das heißt, es kann jetzt gar nicht mehr werden, oder? Also, ich wurde vorgewarnt, dass es quantitativ immer mehr wird. Aber es kommt jetzt ja schon durchgehend, ne? War's durchs Tor. Und jetzt kommt morgen, jetzt gehen wir wieder zurück. Das war's. Das heißt, wenn es mehr werden sollte, dann immer nur ganz dicht beieinander. Das haben wir bisher nicht gesehen. Die hatten bisher immer den gleichen Abstand zueinander. Ja, einfach im Auge behalten. So, töten. Töten. Genau, einfach Nahkampf laufen. Ist super. Hier. Nehmt wieder eure tollen Schwerter in die Hand und dann ist gut. Belagerung ist ja vorbei. Das passt schon. So. Und da wieder kein Beholder dabei ist, denke ich mal, sie haben die Beholder einfach nur kurzfristig rausgenommen, bis die gewichst sind. So, töten, 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 töten. Und hier bitte weitermachen. Töten. Töten. Genau, einfach reinlaufen und los sein. Hui, Zäun. Fast erwischt. So, F1. Muss einer von uns einen Heiltrank trinken? Nö. Doch der da hinten. Stopp. Genau, der springt schon Richtung Freiheit. Da. Nein, 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 trinke. Trink, trink was. Da. So, zurück in den Kampf. Hopp, hopp. Währenddessen kümmern wir uns mal ums Essen hier. Tolles Essen. Ist nicht ganz so tolles Essen. Also abwechslungsreich ist der Tisch hier auf jeden Fall. So, ein bisschen Suppe oben drauf. Hier auch noch Suppe. Nicht abreißen. Und da hinten ist der Fetttisch.
Fett, nein, nicht abreißen. Fett. So. Fischeintopf. Kommt damit drauf. Wir brauchen noch einen von diesen gedeckten Tischen mindestens. So, Goblins sind tot. Schnee schippen, das Ding da zerstören, das da wegmachen. Das da zerstören, das da zerstören, das alles wegmachen. So. Doppelte Geschwindigkeit. Das weg, das weg, das weg, das weg. Du weg. Und ein Zwerg, der jetzt hierher kommt, um ihn zu töten, wird übernommen. Du, wieder Zwerg. Kontrolle übernehmen. Haha. So. Weg. 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 Und alles auffüllen. Wir haben inzwischen 300 Dirt. Das ist krass. So, das, das. Oh, das Hochklettern könnte gefixt worden sein. Ich habe dieses Festhängen nicht mehr. Oh, das wäre schön. Das wäre echt irre nervig. Meh. So, das weg. Das weg. Das wird hier ein bisschen länger dauern, aber okay. Das muss alles ausgehoben werden und durch Dirt ersetzt. Währenddessen können die Jungs mal hier, ne? Und töten und da und da und überhaupt. Das könnte ich auch mal mithelfen. Das muss ja nicht alles alleine machen. So, dann baut da mal schön alles ab. Ich fülle hier dabei schon mal auf. So. Und so. Yeah, genau. Nee. Weg. Weg, 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 weg. Das kann bleiben. Weg, weg. So. Das weg. Das weg. Gold. Ja, das muss jemand aufheben. Das will ich jetzt nicht einrollen.